Moin, moin, ihr Baggerlun, es ist Halloween, Zeit, andere zu erschrecken. Trick or Treat Lee ist angesagt und Wargaming hat sich mal wieder was Neues einfallen lassen und hat uns drei Schiffe in den Hafen gestellt. Anfangen tun wir hier mit dem Jackal. Henry J. Hyde fährt das gute Stück, es sieht fantastisch aus. Haben sie wieder witzig gemacht, das Ganze. Schauen wir mal kurz in die Überlebensfähigkeit. 33.100 HP bringt das Ding mit. Reichlich Panzerung, Artillerie, 283er Geschütze mit 6 Zwillingsgeschütze sind das. Ein bisschen Sekundäre dabei. Manövrierfähigkeit ist gut, 23 Knoten macht das Ding und geht auf 10 Kilometer auf. Das ist alles ganz witzig und ganz gut. Und das Design ist ja mal sowas von einmalig. Ich find's herrlich. So, Igor, Mr. Einstein ist auch dabei. Das Ganze hier mit ein bisschen mehr Elektrizität. Vorne die Augen dort, das ist hervorragend. Die ganze Stimmung haben sie hier wirklich geil eingefangen. Ich bin begeistert. Das ist mal so schnieke. Das könnte ich glatt behalten. Das ist schon traurig, dass ich das wieder hergeben muss irgendwann. So, Überlebensfähigkeit. 27.300 Punkte, ein paar weniger. 4 einfache Geschütze, 152er, dafür reichlich Sekundärbewaffnung. Flugabwehr ist auch da, braucht ihr aber nicht, das aber später. Manövrierfähigkeit ist gut, 24 Knoten, bei 8,4 Sekunden Ruderstellzeit, auch alles gut. Erkennbarkeit 11 Kilometer, also das ist man auch ein schöner Schaufeldamper hier. Das ist herrlich. So, und dann haben wir noch den Blade. Alias Abraham V. Helsinki, irgendein Vampirjäger aus der Kategorie, ich mach euch alle platt. Kommt mit 7300 HP-Punkten daher. Artillerie ist zu vernachlässigen, 3 einfache 120mm Geschütze, aber reichlich Torpedos. 2 Zwillingswerfer, 5,33er, 7 km Reichweite, 57 Knoten schnell und eine Reloadzeit, da träumt der Führer von. Das ist ja so weit von herrlich, da. So, dann Manövrierfähigkeit hier, 35,5 Knoten, 2,7 Sekunden Ruderstellzeit, herrlich, damit kannst du Ärger machen, 6,1 Kilometer gehst du auf, also hervorragend, um den Gegner mit Torpedos wirklich unter Feuer zu nehmen und auch Schniege hier, also wie gesagt, ich bin von Design absolut geflasht, ich finde das so geil, da möchte die Dinger möchte ich behalten. So, gucken wir in die zugehörigen Aufträge. Zombiejäger. Müsst ihr 2 Zikasa-Schiffe kaputt machen, gibt dort hier 70.000 Credit-Punkte und eine Halloween-Tarnung, wenn ihr das im zugehörigen Event macht. 100.000 TP zusammenfahren, gibt das wieder eine Tarnung und 100.000 Credits. Und wenn ihr den wachsamen Verteidiger spielt hier, dann gibt es 10.000 TP, die ihr anstellen müsst, also Schadenspunkte. Und dann gibt es 30.000 Credits-Punkte und wieder eine Tarnung. Das Ganze könnt ihr so oft machen, wie ihr Bock habt. Das könnt ihr auch alles hintereinander abfahren. Auf jeden Fall gibt es das jedes Mal, wenn ihr ins Event startet. Und dazu gibt es halt das entsprechende Szenario. Und da springen wir jetzt gleich rein und gucken uns das an hier. Gefechtsstation. So, und da sind wir auch schon im Szenario. Es gilt, die Transsilvanier zu beschützen. Seines Zeichens riesengroßer, wie nennt man das? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Master hier, oder was? Wenn ich mich nicht verzählt habe. Mit Außenbeleuchtung, hervorragend. Guckt euch die Stimmung an. Es ist gruselig, gruselig, gruselig. Also, wenn ihr näher an dem Schiff dran seid, fährt das Ding schneller, und zwar je mehr Schiffe in diesem Kreis sind, umso schneller dampert das Ding hier los. Und es gilt, das Ding zu beschützen. Die Katapulte, die ihr hier findet, sollten kaputt geschossen werden. Die schießen nämlich riesengroße Feuerkugeln. Da kommt auch so ein olles Ding. Also sehen wir zu, dass wir hier mit drauf feuern. Das Ganze ist natürlich wieder so eine Random-Geschichte. Das heißt, jeder macht, was er will und kann ja, was er soll. Das ist ja oft so. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Transsilvanier nicht mehr als 50% ihrer Strukturpunkte verliert. Ihr sollt alle Gegner kaputt schießen. Und zum Schluss kommt noch der Superboss. Auch der muss platt gemacht werden. Meine Honor zieht hier jetzt erstmal eine Nebelwolke.
um alle anderen, aber hauptsächlich die Transylvania zu verstecken, dass die vielleicht keinen Beschuss bekommt. Und dann nehmen wir hier den ersten Gegner aufs Korn. Ihr müsst hier sehr vorsichtig sein. Extrem viele Torpedos im Wasser. Die Reloadzeit von 20 Sekunden ist halt extrem kurz. So sind sehr, sehr viele Torpedos im Wasser. Da muss man also fix aufpassen, dass man nicht in die eigenen Torpedos dann rinlüppt. Also Augen auf beim Schießen, dass ihr euren Verbündeten die Dinger nicht reinjagt. Weil ihr braucht hier jeden Verbündeten, den ihr kriegen könnt. So, Torpedos laufen. Die ersten sind auch eingeschlagen. Meine Transylvania hier ist stehen im Nebel, beziehungsweise fern im Nebel. Kriegt also daher erstmal keinen Beschuss. Das ist auch so eine Sache, die ihr mit dem DD machen solltet. Immer ziemlich zusehen, wenn Gegner in der Nähe sind, dass die Transylvania im Nebel steht, so lange wie irgend möglich, damit sie eben ihre Strukturpunkte behält. Und jetzt werden wir hier auf die zweite Zikorsa da abschießen. Der bearbeitet mich auch schon mit der Sekundären hier. Verbündete hat seine Torpedos losgeschickt. Morner und er tut das jetzt auch. Und Rinder in der Figur. Oh, Tage. Nochmal reichlich umgucken, ob irgendwo noch andere Torpedos hier rumlaufen. Aber da werden meine zu spät kommen. Genau, da hat es ihn schon zerlegt. Also, ersten Angriff auf unseren Sechsmaster verhindert. War der im Text. Da hinten kommt das nächste Katapult. Da ist noch kein Reinkommen. Aber da links geht das nächste auf. So, also ran da. Und Attacke. Ich muss zugeben, ich habe schon ein paar Runden gespielt, das ist nicht die erste und es ist arg schwer, das Ding hier zu gewinnen. Hier ist es bis jetzt noch nicht einmal gelungen. Leider Gottes sterben da die Verbündeten doch recht früh und da ist das recht schwer dann irgendwas zustande zu kriegen. So, Katapult kriegt hier immerhin die Seite, sind immerhin auch hier mal 1500, da mal 750, läppert sich auch mit der Zeit. Oh, oh, oh. Genial, wie das Ding ins Wasser platscht. Gott sei Dank ins Wasser und nicht mehr aufs Deck. So, Katapult ist weg. Können wir das nächste Katapult hier machen. Aber ihr seht, leider Gottes, ein zweiter DD hat sich nicht gefunden, um hier unsere Transylvania einzunebeln. Und daher kriegt die jetzt Feuer. Ihr müsst hier also wesentlich mehr den Nebel zur Verteidigung des Hauptschiffes einsetzen, als dass ihr den Nebel braucht, um euch selber zu verstecken. Und das könnte ich hier eh nicht. Da geht direkt vor meiner Nase die Zikase auf. Keine 3 Kilometer entfernt. Ploppt sie aus dem Nichts auf. Haut mir hier Feuer rauf. Das ist ärgerlich. Mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwie... Nee, komme ich jetzt an mein eigenes Schiff gar nicht ran, um den einzunebeln. Dafür muss ich jetzt hier zu sehr aufpassen, dass ich dem nochmal da die Torpedos verpassen kann. Problem gelöst. So, 448 Punkte, da werden sich die Verbündeten den Kill holen. Was haben wir da? Noch einer mit 2000 Punkten nur noch, da reicht eine Salve, die machen die selber kaputt, da brauchen wir nicht mehr zu machen. Und hinter uns sind nochmal 3 Schiffe aufgeploppt, da müsst ihr drauf achten. Das macht er anscheinend gerne, jedenfalls war es bis jetzt bei mir jedes Mal so. Und auch die gilt es zu... wegzukriegen, weil sonst fahren die euch schön hinterher und schießen immer wieder auf euer Hauptschiff. Und das nervt mit der Zeit, weil dann verliert das Ding so viele Strukturpunkte, Step by Step, dass er nicht hinhaut. So, da laufen meine Torpedos drauf. Die Verbündeten laufen jeweils weg, das ist gut, dann kann ich die nächsten da hinschicken. Nur fire and forget. Die werden ihr Shield schon finden, weil hier links sind jetzt wieder 3 Gegner. Und da hier kein weiterer ist, werde ich die jetzt aufs Tor nehmen. Da haben wir den Gegner versenkt, die Zikase. Ihr solltet auch nicht glauben, dass das hier wie bei so einem Koop-Gefecht ist. Die machen einem hier doch schon wesentlich mehr das Leben schwer. Also das Ding hier zu überleben ist gar nicht so einfach. Und erst recht nicht die Aufgaben zu erfüllen. Aber ihr kriegt ja die Event-Belohnung, auch wenn ihr am Auftrag scheitert. Und trotzdem will man ja irgendwann mal diesen Auftrag hier packen. Also meine Wenigkeit zumindest. So, Torpedos raus. Aber jetzt manövriere ich mich hier in eine blöde Situation. Mal abgebremst. Und wieder hart eingelenkt. Jo, da komme ich rum aufgrund der schönen Beweglichkeit von
unserem Vampirjäger hier. Da gab es 12.000. Der Verbündete hat sich mal wieder den Kill geholt. Dann hauen wir hier die nächsten Torpedos auf die beiden. Die beiden fahren da so schön eng nebeneinander. Irgendeinen wird schon treffen. Und da ich eh offen bin, kann ich da jetzt auch gucken, ob ich den in den Brand stecke. Das gibt da noch ein bisschen mehr Damage. Brand hat ja jeder gerne an Bord, aber ihr seht, also wie schnell die Torpedos hier schon wieder ready sind, das ist einfach nur herrlich. Nun, da könnt ihr Torpedos spammen ohne Ende. Aber brennen will das Ding nicht. Der ist echt brandgeschützt, aber guckt euch nur vorne die Front an da. Die Galionsfigur ist doch der Hammer. So, wieder ein Torpedo-Einschlag. Und noch während die ersten, die zweite Seite wieder unterwegs ist, ist die dritte auch schon wieder da. So, da müsste er auch was einschlagen, oder? Jo, da hat es wieder eins zerrissen, aber nicht wegen meinem Torpedo. Also bleibt jetzt hier nur noch einer über. 4,2 Kilometer ist dann aber auch schon pfannichtig dran. Der wird da an dem Wrack hängen bleiben. Da brauche ich gar nicht in die Fortrichtung zu zielen. So. Der hängt an seinem untergehenden Kollegen. Aber jetzt habe ich Landgang hier. Habe ich nicht aufpasst. So ein Schied aber auch. Also, so. Einmal die Punkte hochheilen hier. Das könnt ihr nämlich ausnahmsweise mal mit dem DD. Dann wird Nebel gezündet und sich versteckt. Und da gibt es 12.000 Einschlag durch zwei Torpedos. Wassereinbruch hat er auch. Verliert er Punkte? Nee, doch. Verliert er nicht. Kann ich jetzt gerade nicht sehen. Nee, Damage-Ticker läuft nicht. Das heißt, Wasserschaden ist repariert. Also muss er nochmal einen auf den Platz kriegen hier. Schade, dass ich dafür jetzt einen Nebel verschwenden musste. Aber das ging nicht anders. Sonst hätte sie hier zu viel Beschuss gegeben. Außerdem habe ich ein bisschen lange gebraucht, um die Patienten hier zu versorgen. Also, jetzt ab die Post. Mal den Turbo gezündet und zugesehen, dass ich wieder zu meinen Leuten zurückkomme. Aber wie gesagt, wenn ihr die hier nicht abfangt und die einfach so weiterfahren lasst, dann machen die von hinten ganz schön Alarm. Da muss sich einer drum kümmern, das geht nicht anders. Ja, unter anderem gibt es hier halt auch die Aufgabe, dass die Transylvania nicht zum Stehen kommen darf. Das heißt also, gerade hier im letzten Drittel des Gefechtes müsst ihr zusehen, dass ihr euch irgendwie in diesem Kreis aufhaltet oder zumindest einer muss da bleiben. Das wäre natürlich praktisch, wenn das dann ein Schlachtschiff machen würde und nicht gerade die Idee ist so, zerstören Sie Rasputin. Rasputin ist irgendwo aufgegangen da vorne. Das ist er nicht. Da ist er auch nicht. Weiß gerade nicht, wo er ist. Wahrscheinlich auf der rechten Seite. Also müssen das die Verbündeten machen. Ich sehe ihn momentan nicht. Ist für mich zu weit weg. Aber dann kümmern wir uns heute erstmal hier um den Delzel. Irgendein wird schon erwischen hier. So, meine Granaten sind zerplatzt. Da hinten kommen die nächsten zwei. Also ihr seht hier zum letzten Drittel hin, kommen hier reichlich Gegner. Also müsst ihr gerade am Anfang eure HPs beschützen, was das Zeug hält. Da solltet ihr so wenig wie möglich verlieren, damit ihr hier dann wirklich ordentlich was machen könnt. So, da versuche ich jetzt wieder Torpedos reinzujagen. Meinen Verbündeten hier zu helfen, den Jura. Aber der hat halt auch reichlich Brand an Bord. Jetzt ist der Turbo aus. Das heißt, jetzt muss es mit normaler Fahrt einfach weitergehen. So. Bin verdammt dicht dran. Das ist vielleicht auch zu dicht. Aber jetzt platzt der hoffentlich schnell, dass ich den Feueralarm hier beenden kann. So, da ist er endlich weg. So, kann löschen. Weiter geht's. Da hinten sind noch zwei weitere und noch zwei, die von hinten ranrücken. Und da haben wir den nächsten zerstört. Es läppert sich so langsam hier. Problem gelöst. Beseitigen Sie alle 16 Gegner. Haben wir erfüllt. Komischerweise sind ja immer noch welche. Kommen also ein paar mehr als 16. Und da vorne kommt Rasputin. Den haben wir also auch noch vor der Brust hier. Unterdrücken Sie alle Katapulte, ist auch abgeschlossen. Damit haben wir alle Katapulte im Arsch. Hervorragend.
Und da hört ihr es, wie die Granaten knallen. Jetzt muss ich mal zusehen, dass ich Jackal aus dem Weg gehe. Da komme ich nämlich so nicht dran vorbei. Aber ich will ja hier weiter helfen. Und da verlieren wir leider Gottes ein. So, Torpedos laufen hier auf die beiden. Noch sieht halt alles ganz gut aus. So, einer und noch einer. Hinten dran, das waren wieder zwei Torpedo-Einschläge, aber der hat meinen Motor erwischt. Sofort reparieren. Ich will den Nebel jetzt noch nicht gebrauchen. Ich will erst zu meiner Transylvania gucken, ob ich ihn nochmal einleben kann. Und da haben wir den nächsten raus. Und da ist es passiert. Die Transylvania hat mehr als 50% ihrer Strukturpunkte verloren. Also damit haben wir einen der Nebenaufträge mal wieder nicht abgeschlossen. Konnten sie nicht genug schützen. Wie gesagt, Leute, ihr müsst die hier unbedingt gerade zum Ende hin oft einnebeln, dass sie halt keinen Beschuss kriegt. Ich habe jetzt zwei Brände hier, jetzt wird es kritisch. Der müsste gleich raus sein. So, Nebel ist gezündet. Jetzt ran da. Unsere Transylvania hat nur noch 17.000 Punkte. So, eingenebelt ist sie. Dass sie vielleicht erstmal ein bisschen weniger Beschuss kriegt. Nebelwand gelegt. Und jetzt gehe ich hier auf den vorderen zu, weil die wollen tatsächlich hier zum Ende die Transylvania im Zweifelsfall auch zu Tode rammen. Da kennen die nichts. Hier sind jetzt nur noch die zwei Schiffe. Zum einen der Davis und auf der anderen Seite die England. England hat einen Torpedo gefressen, sogar zwei mit Wassereinbruch, aber der Damage-Ticker arbeitet nicht weiter. Ich schicke hier die nächsten Torpedos raus, damit müsste die England eigentlich erledigt sein. Aber der Davis haut hier weiter drauf. So, England ist gesunken. Und jetzt habe ich hier noch die volle Davis, einen Torpedosatz raus. Und noch ein Torpedosatz raus. 1700 Punkte. Kann ich mich hier noch im Nebel. Oh, da ist noch der Rasputin. Den habe ich übersehen. Jetzt nochmal schnell U drücken. Und gucken, ob ich da noch was hinkriege. Und da passiert es leider Gottes. Ich konnte zwar die Davis noch rausnehmen, aber der Rasputin hat mich weggeschlagen. Und euch, der letzte war, ist das Thema mal wieder erledigt. Kurz vor Ende abgefangen. So ein Ärger aber auch. Wie gesagt, mir ist es leider noch nicht gelungen, das Ding zu gewinnen. 171.000 Schaden, 59 Zutreffer, 24 Torpedos, 7 zerstört, 18 Wassereinbrüche, ein unterdrückt hier, ein Katapult. Gegner haben wir angeblich alle beseitigt, zumindest 16 von 16, aber ihr seht, alles andere ist mehr oder weniger fehlgeschlagen. Da haben sie einfach nicht genug Kills gemacht. Gerade die DDs müssen hier die Kills rausreißen mit ihren Torpedos. Da kommen die Damage-Werte her. Aber wenn hier halt so wenig dann rausgenommen wird, dann läuft das halt nicht. Schade, schade, schade. Ausführlicher Bericht sagt was? 13.890 durch den normalen Beschuss, 150.000 durch die Torpedos und 7.300 durch Wassereinbrüche. Wie gesagt, macht insgesamt 171.000 Damage, 8.600 selber kassiert und damit war ich dann Geschichte. Und das gute Schiff ist gesunken. Jo! Hier habe ich dann nochmal versucht, mit Verbrauchsmaterialien gegen anzugehen. Macht ja nichts, kriegst ja genügend Belohnung dafür. Also insofern macht das ja überhaupt nichts, wenn man doch mal ein bisschen Credits ausgibt. Ist ja auch alles nur just for fun. Aber ihr seht hier, Tarnung hinzugefügt, Creditpunkte hinzugefügt. Und da nochmal, Tarnung hinzugefügt, Creditpunkte hinzugefügt und ein drittes Mal. Also ihr könnt hier in einem Spiel alle drei Belohnungen machen und dann heißt das, ihr könnt auch durchaus mal die 45.000 Credits rausschmeißen. Das tut da nicht weh, weil ihr bekommt die Kohle ja wieder. So, schauen wir noch mal kurz, wie die... Ja, wo haben wir es denn? So, da ist es besser, weil auf den anderen könnt ihr die Tarnung gar nicht zeigen. So, hier geht das. So sieht die Tarnung aus, Halloween. Da sind sie, 8 Stück. Irgendwie will das hier jetzt gerade nicht. Warum, weiß ich nicht. Aber ihr seht, auf jeden Fall zählen die hier für jedes Mal, wo ihr im Event seid. Könnt ihr euch
die Tarnung abholen. Also insofern lohnt sich das, ruhig da mal ein paar Runden zu drehen. Mir hat es riesen Freude gemacht. Glückwunsch an Wargaming, habt ihr super hingekriegt. Ich kann euch nur raten, schaut da mal rein. Habt Spaß, verbringt ein schönes Wochenende. Heute Abend ist wieder Stream, seid dabei. Und dann wünsche ich euch immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.